es ist da so ein bisschen, als wäre es nicht von dieser Welt, weil das sieht so ein bisschen aus wie aus so einem Science-Fiction-Film und weil die Geräusche hören sich da irgendwie anders an und da ist halt keine Menschenseele. Da, einsam, im Nichts. Glitschige Pfade führen uns hin. Es sieht von oben aus wie ein See, nicht auffindbar, wenn man nicht davon weiß. Sanfte Wellen kräuseln das Wasser, aber der Wind ist stark, er bläst uns fast weg. Ein Schilfgürtel wächst auf dem Stein, Leben trotz Menschen, Beton, man spürt ihn unter den Sohlen. Genug? Nein. Wir wandern weiter. Kannst du mal spielen und wir werden? Ich liebe das, auf der Bühne zu stehen und im Mittelpunkt zu stehen und irgendwas zu präsentieren. Hat ja keine Höhenangst. Aber für mich ist es so am Anfang mit also fremden Leuten ist es ein bisschen so, habe ich ein bisschen Angst, aber also ich finde alle hier ganz nett und deswegen habe ich jetzt also keine Angst mehr. Also mit den Aufnahmegeräten zu arbeiten war schon ein cooles Experiment. Man hat sich so gefühlt wie in ein Radiostudio und dann man hat alles Mögliche aufgenommen, was man konnte und das macht man ja auch nicht jeden Tag. Das mit den Zoom-Geräten hat schon Spaß gemacht, weil man hat einfach Geräusche aufgenommen, auf die man normalerweise gar nicht achtet. Also sie sind da, aber man merkt nur, dass die mal da waren, wenn die dann weg sind oder wenn man sich auf die konzentriert. Schon eigentlich ganz gut kennen. Also mir hat die Lasagne sehr gut geschmeckt. Also am besten war definitiv die Lasagne, weil die haben wir an so einem Lagerfeuer gegessen und die hatte so einen Koch oder so im Ofen, im Holzofen gebacken und das war richtig lecker. Ja, finde ich auch. Ich glaube, es fanden alle am besten. Also ich fand am Sonntag, genauso wie Luis das gesagt hat, fand ich die Lasagne auch spitzenmäßig. Wenn zu viele Leute da hingehen,
hat Spaß gemacht, weil man konnte auch dann die Sounds, die man aufgenommen hat, auf so ein E-Piano über, also auf so ein Keyboard übertragen, und das war sehr witzig. Mir hat es am besten gefallen, wie wir die wie wir in den Gruppen, sagen wir mal, zusammengearbeitet haben und wie wir uns abgesprochen haben, hat es mir auch sehr gut gefallen. Ich fand auch das mit dem Computer ganz toll, weil man die ganzen Special Effects benutzen konnte und wirklich was Eigenes kreieren, das man alleine gemacht hat oder mit seiner Gruppe oder sowas. Und das fand ich cool. Als wir in Stille am Wasser lang liefen und neben uns der Zoo, fühlte ich mich einfach entspannt. Einfach einmal nur den Geräuschen um mich herum zu lauschen. Und ich hörte auch einige Tiere vom Zoo. Diese Tiergeräusche erinnerten mich dann daran, als ich nur kleiner war und mit meiner Oma im Zoo war. Plötzlich hielten aber einige aus der Gruppe an und guckten zu etwas Bestimmtem im Zoo. Da ich es leider nicht erkennen konnte, lief ich somit einfach weiter und versank weiter in meine Erinnerungen. Am meisten hat mir das Schreiben im Workshop gefallen. Das fand ich ziemlich interessant, obwohl, also mit so, ich will jetzt nicht berühmten Leuten sagen, aber mit so Leuten, die das schon ein bisschen länger machen und dann einem nochmal eine andere Art und Weise geben können, fand ich selber interessant. Und auch das einfach auf ein Instrument spielen. Es war so, man musste einfach den Kopf ausschalten und dann hat man einfach irgendwas gemacht. Und das war wirklich schön. Das hat mir Spaß gemacht. Was war jetzt? Das Professionelle. Das Professionelle, okay. Also das Professionelle, was mir daran gefällt, ist halt, wir bekommen hier sehr gute Tipps, wie wir uns verbessern können, ans Publikum sprechen, miteinander, unsere Mimik. Wir haben sehr viele Schauspieltipps bekommen, dass Details, die man macht auf der Bühne, so viel auch beim Publikum ausmachen können. Ich glaube, dass das Gesamtangebot eigentlich ganz cool ist, weil man kann ja mit professionellen Leuten mitarbeiten. Das Ganze ist kostenlos, also ich habe mich super schnell beworben. Man kann mit dem Musikinstrument einfach improvisieren, und eins meiner größten Hobbys ist es, wirklich zu Schauspielern auf der Bühne zu stehen und dem Publikum einfach zeigen, wieso wir hier stehen und wieso wir das machen. Also bei mir ist es besondere Momente, zum Beispiel auf der Bühne zu stehen. Das finde ich meiner Person also cool, aber auch peinlich ein bisschen. Und aber es macht halt auch Spaß, weil hier alle sehr viele nette Leute sind und es halt keinen Streit gibt. Das finde ich auch cool, weil in der Schule streitet man sich halt gleich mit dir irgendwie nicht. Allein. So fühlte er sich, als er auf dem Boden des großen Gebäudes lag. Er öffnete kurz die Augen und schloss sie dann gleich wieder, denn die Lichter an der Decke blendeten ihn. Neben ihm hustete jemand. Der Ton hallte von den Wänden wider. Er hörte dem Klang zu, bis es komplett verschwand. Er öffnete wieder die Augen, schaute zur Seite und versuchte zu verstehen, wieso er sich in einem Zimmer voller Menschen allein fühlte. Er kam auf keine Antwort, also schloss er sie nochmal. Dieses Gefühl war ihm schon sehr bekannt. Er erinnerte sich an alle Male, wo er es schon erlebt hatte. Beim ersten Mal, als er mit seinen Freunden in der Cafeteria saß und sie ihm zum 100. Mal anschrien, weil er wieder nicht die coolsten neuen Schuhe trug und seinen Ruf wahren musste. Dann noch, als er im Bett lag und das Gebrumme der Autos, Bahnen und das Streiten seiner Eltern hörte. Und jetzt. Er verstand es einfach nicht. Man kann sich doch nicht allein fühlen, wenn man von Menschen umgeben ist. Oder?
dass man hier auch Freunde gefunden hat. Das fand ich auch cool. Das Kennenlernen, das kam einfach so. Ich dachte, das war eigentlich viel leichter, als ich dachte, weil wir haben einfach nicht den Ort gefunden, haben wir gesprochen, gemeinsam gesucht und dann war es auch schon. Dann haben wir voneinander erzählt, wie alt wir sind, unsere Stärken, warum wir hier sind und dann kamen wir ins Gespräch. Ich glaube, alle Momente, die man so mit ganz vielen Leuten verbracht haben, fand ich cool. Also zum Beispiel das Mittagessen war immer cool, weil wir da immer in so einer großen Gruppe zusammen waren und alle immer irgendwie geredet haben. Um neue Kinder kennenzulernen und zu sehen. Oh. Hast du gerade gesagt Kinder? Wer möchte noch was sagen? Irgendwas? Egal was? Ganz egal was. Schultern, okay? 1, 2, 3, 4. Ich bin aufgeregt, weil ich habe Angst, dass es ein riesiges Fiasko wird. Ja. Lecker.